بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind beim Iman an Allah Ta'ala, sahih? Wir haben die zwei Adilla. Wir haben gesagt, wir werden nicht allzu viele rationelle Beweise für die Existenz oder die Rububiyyah Allah Ta'ala anführen. Wir haben zwei genannt, den Verursacherbeweis und der andere war der letzte Beweis, Feintuning, System, Ordnungsbeweis oder der teleologische Beweis. Und damit wollen wir uns auch begnügen. Wir werden jetzt andere Thematiken, andere Aspekte des Iman an Allah Ta'ala genauer unter die Lupe nehmen. Die einzelnen Formen des Tawhid, so wie sie in der islamischen Theologie dargestellt werden. Und heute beschäftigen wir uns mit den Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas, beziehungsweise diese Kategorie der Al-Asma und Sifat, die Namen und Attribute Allah Ta'alas. Es steht außer Frage, dass Allah Ta'ala Namen hat. Sahih? Und das ist ein Fakt, den keines der Gruppierungen und Sekten abgelehnt hat, bis auf die extremen Jahmiya, die Jahmiyatul Ghula. Und hier ist ein Punkt, den man erwähnen muss. Nicht alles, was die Salaf über die Jahmiya gesagt haben, trifft zu auf Gruppierungen oder Sekten, die teilweise Ansichten der Jahmiya tragen. Weil hauptsächlich die Jahmiya, von denen diese Gruppierung ausgeht, Jahm ibn Safwan, die Aqida in der Form, wie er sie getragen hat, trägt fast keiner. Er hat nämlich die Auffassung gehabt, unter anderem, ich nenne einige seiner Auffassungen. Ich habe sie eigentlich aufgezählt gehabt in einem der zwei Bücher, ich weiß gar nicht mehr in welchem. Die Jahmiyatul Ghula, also die extremen Jahmiya, die ursprüngliche Jahmiya, deren Urheber Jahm ibn Safwan ist, er war der Auffassung, dass Allah Ta'ala keine Namen und Eigenschaften hat. Keinen Namen und Eigenschaften. Keinen Namen. Und all diese Begriffe und Bezeichnungen, die im Koran vorkommen, das sind Ausdrücke, metaphorische Ausdrücke für gewisse Geschöpfe. Oder sie drücken halt Beziehungen zwischen Schöpfer und Geschöpf aus. Das sind aber nicht Eigenschaften Allah Ta'alas selbst. Sie waren der Auffassung, Jahm ibn Safwan war der Auffassung, dass der Iman nur die Kenntnis ist. Ma'rifatul Qalb. Die Kenntnis des Herzens. Nur. Weder Überzeugungen, noch Handlungen, noch Aussagen. Nur die Überzeugung des Herzens ist der Iman. Er war der Auffassung, dass das Paradies und die Hölle irgendwann aufhören zu existieren. Erstarren irgendwann. Also die Bewegungen hören irgendwann auf. Und weitere Sachen. Aber grundsätzlich mal die extremen Jahmiya ausgelassen. Die extremen Jahmiya, das sind die übrigens, über deren Takfir sich die Salaf einig sind. Die extremen Jahmiya, Jahmiyatul Ghula. Zweiggruppierungen sind eine umstrittene Sache unter den Ahlul Ilm. Was ich aber sagen möchte ist, dass Allah Ta'ala Namen hat, wie gesagt, außer diesen Jahmiyatul Ghula, hat das niemand bestritten. Selbst die Mu'tazila, die eine Bewegung sind, die nach den Jahmiya entstanden ist, in der Zeit von Ahmed hatten sie ihren Höhepunkt erreicht. Also da waren sie so an der Spitze des Berges. Was die Ausbreitung angeht und auch ihre Machtverhältnisse. Weil die meisten Khulafa zu dieser Zeit, nicht die meisten, aber die in dieser Zeit, waren ebenfalls aus dieser Gruppierung, die Mu'tazila. Deswegen kam es ja auch zu der, es kam auch zu dieser Mihna, die Prüfung, der Ahmed und seinesgleichen ausgesetzt waren. Das kann nur von ganz oben kommen. Auch sie, wir haben die Namen Allah Ta'alas bestätigt. Also das ist ein Fakt, ein unbestrittener Fakt, dass Allah Ta'ala Namen hat. Und dass diese Namen nicht nur schön sind, sie sind nicht nur schön, sondern
wie Allah Ta'ala sie im Koran beschreibt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Es ist ein Unterschied, wenn ich sage, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى. Allah hat schöne Namen. Hasana heißt schöne Namen. Aber er sagt Al-Husna. Wo ist der Unterschied? Al-Husna ist sowas wie eine Hyperbel. Eine Übertreibung, eine extreme Steigerung. Also die höchste Form der Steigerung. Also seine Namen haben das höchste Maß der Schönheit erreicht, über die es keine Schönheit mehr gibt. Vollkommenheit, Schönheit, Pracht und so weiter. Es geht nicht, es gibt nichts mehr darüber. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. طيب, ich stelle sich die Frage, das ist auch eines der Argumente der Ahlus Sunnah gegenüber den Mu'tazila, die die Eigenschaften negieren. Die Mu'tazila bestätigen die Namen, negieren aber die Eigenschaften. Wenn Allah Ta'ala sagt, ihm sind die schönsten Namen, diese Beschreibung, Al-Husn, die Schönheit, bezieht sie sich nur auf das Wort in seiner Aussprache, in dem Wort Bild, oder geht sie darüber hinaus auch zu etwas anderem? Es geht auch zu den Bedeutungen. Wenn die Schönheit der Namen liegt ja nicht nur in der Schönheit ihrer Aussprache oder weil das Wortbild schön ist. Alle Verse, in denen die Rede davon ist, dass er schöne Namen hat oder die schönsten Namen hat, sind zugleich auch ein Beweis dafür, dass er Eigenschaften hat. Die Schönheit eines Namens ist nämlich unter anderem die Schönheit seiner Bedeutung. Tayyib. Allah Ta'ala hat also die schönsten Namen, Al-Asma al-Husna, das kommt in einigen Stellen im Koran vor. Allah Ta'ala sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Und Allah sind die Gehören und Gebühren, die schönsten der Namen, drum ruft ihn mit ihnen an. Ruft ihn mittels dieser Namen an und meidet jene, oder lasst jene, die unrechtmäßig mit seinen Namen verkehren. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Yulhidun kommt von dem Wort Ilhad. Heutzutage in der Moderne wird der Begriff Ilhad als Atheismus übersetzt. Das ist ein Problem, wenn man moderne Wörterbücher, wenn du den Koran liest beispielsweise, und du siehst jetzt dieses Wort im Koran, Ilhad, du kennst es nicht, und du kehrst zu einem modernen Wörterbuch zurück, deutsch-arabisch, und dann steht da Atheismus. Und meidet jene, die Atheisten sind oder Atheismus begehen. Das ist natürlich nicht gemeint. Und vielleicht denkt man, man komme darauf durch den Kontext, dass es nicht stimmt. Aber ihr kennt das Buch. Ich habe mal ein Buch übersetzt von Al-Amir al-San'ani. Das nennt sich Tathir al-I'tiqad min Adran al-Ilhad. Ilhad. Die Bereinigung der Aqida vom Schmutz des Ilhad. Ich hatte das übersetzt vom Schmutz des Polytheismus oder so ähnlich. Und da hat sich einer beschwert und er sagte, das müsste heißen vom Schmutz des Atheismus. Das ist das Problem, wenn man auf, das ist eines der Nachteile, wenn man auf deutsch-arabische Wörterbücher zurückgreift und nicht auf arabisch-arabische Fachliteratur. Na, wie dem auch sei, die Namen Allah Ta'alas, sind sie abzählbar oder unabzählbar? Ihr kennt sicherlich den berühmten und bekannten Hadith, den bestimmt jeder schon mal gehört hat. Der ist in Sahih überliefert. Hadith von Abu Huraira, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhal al-jannah. Allah hat 99 Namen. Wer diese, ich übersetze mal das Wort Ihsa als auswendig lernen. Wir kommen darauf nochmal zurück. Wer diese auswendig lernt, der wird in das Paradies eingehen. 99 Namen oder mehr. Ibn Hazm, der Zahiri, Zahiri ist sein Mazhab, deswegen nenne ich ihn so, nicht als Schmähung. Ibn Hazm, er sagte,
in seinem Buch Al-Muhalla, glaube ich. Das ist ein großes Fiqh-Buch, eines der größten Fiqh-Bücher. Sowas wie eine Enzyklopädie des Fiqh. Er sagte, dieser Dalil, dieser Hadith ist eine explizite Aussage, dass die Namen Allah Ta'alas 99 sind. Wer nur einen hinzufügt, aus 99 100 macht, ist ein Kafir. Also, 99 Namen oder mehr? Wenn wir sagen 99, die uns bekannt sind, wie entnehmen wir das aus dem Hadith? Weil der Hadith sagt aus, Allah Ta'ala hat 99 Namen. Ich habe, glaube ich, darüber mal gesprochen in einem unserer Unterrichte und gesagt, wenn man sich den Hadith als Ganzes betrachtet, dann sieht man, dass das Wort 99 Namen beschrieben wird mit der Aussage, wer sie auswendig lernt. Also 99 solcher Namen, wer sie auswendig lernt, wie gesagt, auswendig lernen in Anführungsstrichen, der wird in das Paradies eingehen. Das heißt, das ist wie die Aussage, wie wenn ich auf Arabisch sagen würde, indi dinarun a'dadtuhu lis-sadaqa. Ich habe einen Dinar, den ich für die Sadaqa vorbereitet habe, für die Sadaqa aufgehoben habe. Das bedeutet nicht, dass ich keinen weiteren Dinar mehr habe. Aber ich habe nur einen Dinar, den ich für die Sadaqa aufgehoben habe. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also was darauf hindeutet, dass es nicht nur 99 Namen sind, sondern dass es weitere Namen gibt. Unter anderem die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wen auch immer Trauer trifft, Trauer, Husn oder Sorge, und der Folgendes sagt, O Allah, ich bin dein Diener, Sohn deines Dieners, Sohn deiner Dienerin, meint seine Eltern. Und dann sagt er, das ist ein langer Hadith, auf jeden Fall sagt er, As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ich bitte dich mit jedem Namen, der dir zusteht, Sammayta bihi nafsak, mit dem du dich selbst bezeichnet hast, Au anzaltahu fi kitabik, oder Namen, die du in deinen Offenbarungen herabgesandt hast. Oder Namen, die du jemanden deiner Geschöpfe beigebracht hast. Und dann kommt jetzt dieser Punkt. Oder Namen, die du bei dir in deinem verborgenen Wissen zurückgehalten hast. Das heißt, es gibt Namen, die Allah Ta'ala zurückgehalten hat. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, basierend in Anlehnung auf diesen Fakt, er sagte in seinen Bittgebeten, er sagte, Allahumma la uhsi thana'an alaik, anta kama athnayta ala nafsik. O Allah, ich bin nicht in der Lage, ich habe nicht das Vermögen dazu, dein Lob abzuzählen. Also nehmen wir mal an, weil die Namen sind eine Form des Lobes Allah Ta'alas. Jeder Name Allah Ta'alas ist ein Lob Allahs, oder nicht? Vollkommen, das sind die Namen der Vollkommenheit. Und deswegen, was bedeutet überhaupt der Hamd? Wenn du sagst Alhamdulillah, was bedeutet das? Ahmadullah. Das bedeutet, ich schreibe ihm alle Vollkommenheiten zu. Und diese Vollkommenheiten sind unter anderem seine Namen, welche gewisse Eigenschaften implizieren. Jeder Name impliziert eine Eigenschaft. Aber nicht jede Eigenschaft impliziert einen Namen. Umgekehrt nicht. Ich bin nicht in der Lage, dein ganzes Lob abzuzählen, dich in deiner Gesamtheit des Lobes zu loben. Er ist nicht in der Lage dazu. Aus mehreren Gründen. Unter anderem, weil er nicht all diese Namen der Vollkommenheit, die Asmaul Husna Allah Ta'alas kennt. Daher, die Namen Allah Ta'alas sind nicht in 99 begrenzt.
Aber es gibt 99 Namen, die eine gewisse Eigenschaft haben, eine gewisse Priorität haben, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Dann stellt sich diese Frage, diese 99 Namen, es ist ja ein Ansporn im Hadith, ne? Der Prophet sagt das ja nicht aus, einfach so als ein Fakt, das ist so und gut ist. Er sagt das ja, um dich anzuspornen, diese 99 Namen zu finden, sie zu suchen und sie dann entsprechend des Hadiths auch umzusetzen. Wie man den Hadith umsetzt oder was das Wort bedeutet, mein Ahsaha, was ich bis jetzt als auswendig lernen übersetzt habe, das werde ich euch noch erklären, wenn wir so weit kommen heute. Aber es ist ein Ansporn. Und das ist interessant, dass die Scharia manchmal Sachen offen stehen lässt. Sie lässt Sachen offen stehen oder klärt sie nicht ganz auf, lässt sie etwas diffus dastehen, damit ein gewisser Eifer, Wetteifer unter den Dienern Allah Ta'ala stattfinden kann. Auch wie in den Rechtsfragen. Warum sind nicht alle Rechtsfragen glasklar? Warum sind manchmal Rechtsfragen etwas, yani, gibt es da Kontroversen? Warum sind die Adilla manchmal dem Schein nach, ich sage mal scheinbar, sind die Adilla manchmal nicht ganz in Einklang zu bringen? Da muss man sich anstrengen, der Mujtahid muss sich anstrengen, das rauszufinden oder den Dalil zu präferieren, der ihm näher an das Rechte zu sein scheint. Warum ist das so? Das hat viele Hikam, aber eines der Hikam ist es, um diesen Wetteifer unter den Dienern zu fördern, um sie das so zu fördern, zu streben nach dem Ilm, nach der Wahrheit zu suchen. Ebenfalls werden sie dadurch auch geprobt und geprüft. Sie werden auch geprobt und geprüft, denn wenn in einer Sache zwei oder drei Dinge möglich sind, also rein den Adilla nach, den offenbaren, den offensichtlichen Adilla nach, ist das möglich, A, B und C. Wirst du jetzt eine dieser Auffassungen nur gemäß deiner Lust und Laune präferieren oder gemäß objektiver Forschung? Das ist eine Form des Ibtila. Zudem ist es auch eine Rahma für die Ummah. Eine Rahma für die Ummah, wie es überliefert wird. Der Khilaf meiner Ummah ist eine Rahma. Auch wenn der Hadith von manchen kritisiert wird, aber es ist die Aussage einiger der Salaf, die das auch so ausgesagt haben, dass der Khilaf der Fuqaha eine Barmherzigkeit für die Ummah ist. Das heißt, dass für sie ein gewisses Potenzial da ist, innerhalb dieses Raumes zu bewegen, dass es nicht so verschlossen ist. Es gibt keinen Hadith, keinen authentischen Hadith, in dem all diese 99 Namen wie eine Liste angeführt werden. Es gibt da einen Hadith, der in den Sunnan vorkommt, der ist aber unterbrochen, also die Überlieferungskette ist unterbrochen. Das heißt, er ist nicht unbedingt eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also musst du selbst suchen. Du musst die Namen suchen im Koran und der Sunna. Und die Ulama haben das gemacht. Aber sie sind nicht zu gleichen Ergebnissen gekommen. Viele der Ahlul Ilm haben diese Namen gesammelt, haben auch dazu dann Erklärungen geschrieben oder manche haben sie ausführlich erklärt, manche haben sie nur leicht kommentiert, manche haben sie einfach nur aufgezählt. Aber sie haben verschiedene Namen aufgezählt. Also wenn du diese 99 vergleichst, 99 hier, 99 von ihm, wirst du manchmal in manchen Namen Unterschiede sehen. Und einige haben tatsächlich auch Namen aufgezählt, die man nicht zu den Namen Allah Ta'ala zählen sollte. Wie zum Beispiel Abu Bakr ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi. Im letzten Dars war ich mir noch unsicher, ob es Ibn Arabi ist oder Ibn al-Arabi. Erinnert ihr euch? Ibn Arabi ist der Philosoph, der sufische Philosoph. Und
Ibn al-Arabi, Abu Bakr ibn al-Arabi, der malikitische Mufassir und Rechtsgelehrte. Er hat beispielsweise die Namen Allah Ta'ala aufgezählt und hat seltsame Dinge, teilweise seltsame Bezeichnungen als Namen Allah Ta'ala aufgezählt. Sie kommen im Koran vor. Aber nach der Methodik, um die Namen Allah Ta'ala festzuhalten, sollten sie nicht dastehen. Zum Beispiel, Allah Ta'ala sagt an einer Stelle im Koran, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Weißt du denn nicht, ist dir nicht bewusst, dass Allah Ta'ala weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde geschieht? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى. Es gibt keine Zwiegespräche unter dreien, außer dass er ihr Vierter ist. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهَا. Und nicht unter fünf, außer dass er ihr Sechster ist. Abu Bakr ibn al-Arabi hat dann zu den Namen Allah Ta'ala gezählt, رَابِعُ ثَلَاثَة. رَابِعُ ثَلَاثَة. Der Vierte von drei. Und umgekehrt auch. Das als Namen zu zählen, ist nicht unbedingt korrekt. Warum, werde ich euch gleich sagen. Ebenfalls hat er zu den Namen Allah Ta'ala gezählt, sowas wie Az-Zari'. Az-Zari' heißt der Pflanzer. Weil Allah Ta'ala sagt im Koran, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Seht ihr, was ihr da pflanzt. Seht ihr, was ihr da pflanzt. Also die Samen und so, die in dem Boden sitzt. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Lasst ihr es gedeihen. Hier kommt das Wort Zari' vor. Mit dem Zari' ist gemeint, er es gedeihen lässt. Oder sind wir es, die es gedeihen lassen? الزَّارِع. Allah Ta'ala benutzt hier für sich den Begriff أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Sind wir die, ich übersetze mal als Pflanzer. Und dann sagte er, erzählte das als Namen Allah Ta'alas, Az-Zari'. Az-Zari'. Das Problem, was hier passiert ist, und er ist nicht der Einzige, manche andere haben das auch gemacht. Das Problem hier ist, dass sie dachten, dass jedes Wort, das Allah Ta'ala für sich benutzt, oder jedes Verb, das er für sich benutzt, dass man davon auch Namen für ihn ableiten kann. Besonders bei dem sogenannten Partizip aktiv. Habt ihr schon mal gehört, was von Partizip aktiv? Also ich erkläre euch das mal im Arabischen. Wenn ich zum Beispiel ein Verb habe, irgendein Verb, nehmen wir beispielsweise schlagen. Daraba. Daraba ist das Verb. Er schlug. In der Vergangenheit. Jetzt brauche ich davon den Partizip aktiv, nennen wir im Arabischen Ismul Fa'il. Dann formuliere ich das aus dem Verb. Ich sage, Darib, Schläger. Er schlug, das Verb, Partizip aktiv, Schläger, der Schläger. Das ist Partizip aktiv. Allah Ta'ala benutzt hier das Wort Zari, ist ein Partizip aktiv. Sind wir die, seid ihr die Pflanzer oder sind wir es? Sagt er auf jeden Fall, aus dieser Perspektive hat er das dann als Namen Allah Ta'alas gezählt. Das ist nicht unbedingt korrekt. Warum ist es nicht korrekt? Eine Frage an euch. Warum sollten wir so etwas nicht als Namen Allah Ta'alas zählen? Es ist eine Handlung von ihm. Es ist eine Tat, eine Handlung, die wir ihm zuschreiben, aber nicht ein Name. Der Grund ist wie folgt. Wir haben noch am Anfang gesagt, Allah Ta'ala sind die schönsten Namen. Ne? Die Namen, die in der Schönheit ein Niveau erreicht haben, worüber es kein, da gibt es nichts Höheres mehr. Az-Zari' ist das, kann man das als zu den Asma al-Husna zählen?
Ihr müsst beachten, es gibt Begriffe, die, oder Eigenschaften, Namen, Bezeichnungen, die sich unterteilen lassen in gut und schlecht. Beispielsweise Al-Mutakallim, der Redner, der Sprecher. Allah Ta'ala spricht oder nicht? وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Allah Ta'ala sagt über Musa und sein Herr sprach zu ihm. Aber nennen wir Allah Al-Mutakallim, der Sprecher, als Name? Nein. Weshalb nicht? Weil das Sprechen nicht immer schön ist. Das Sprechen muss nicht immer eine schöne Eigenschaft sein. Man kann ja auch Schlechtes sprechen, oder nicht? Man kann Gutes sprechen, man kann Schlechtes sprechen. Das heißt, sie unterteilen sich, diese Eigenschaft unterteilt sich in gut, lobenswert und schlecht. Die Namen Allah Ta'alas sind aber alle lobenswert. Da gibt es diese Unterteilung nicht. Die Eigenschaften und die Namen, die wir Allah Ta'ala zuschreiben, da gibt es keine Gegenseite von ihr. Dann stellt sich eine Frage, eine weitere Frage. Es gibt doch manche Namen, wenn man sie nur teilweise nehmen würde, es gibt Namen, die kommen nur in dualer Form vor. Also ich meine damit, dass sie nur zusammen mit einem anderen Namen erwähnt werden. Da gibt es einige Namen, Allah Ta'ala, die du niemals alleine finden wirst, sondern immer mit dem Gegenstück. Wie zum Beispiel Al-Mu'izz, Al-Muzil. Al-Mu'izz heißt der ehrt und würdigt, der erhebt. Al-Muzil, der erniedrigt und schmäht. Diese Eigenschaft alleine, dieser Name alleine, ist er lobenswert, wenn ich ihn nur alleine benutzen würde. Wenn ich sagen würde, wenn ich beispielsweise nur den Namen Al-Muzil benutze, das würde nämlich darauf hindeuten, dass er jeden und alle erniedrigt und schmäht. Aber das ist nicht seine Eigenschaft. Und ebenfalls, wenn ich nur Al-Mu'izz benutzen würde, dann würde es vielleicht darauf hindeuten, dass er alle erhebt und ehrt und würdigt, auch die, die dessen nicht würdig sind. Das ist eine negative Eigenschaft. Eine negative Eigenschaft. Deswegen sagt selbst unter den Menschen, der Prophet sagte, Ansilun nasa manazilahum. Setzt die Menschen oder geht mit den Menschen entsprechend ihren Ränken um. Das heißt beispielsweise, ich hatte schon mal ein Beispiel dafür gegeben, in Dars vom Muhtasar Minhaj al-Qasidim. Wenn beispielsweise deine Eltern haben einen gewissen Rang, die haben eine gewisse Stellung. Wenn jetzt beispielsweise deine Eltern zu dir zum Besuch kommen und ein Freund gleichzeitig, ja, und du verhältst dich gegenüber deinem Freund sehr offen und sehr gastfreundlich, erweist ihm zu Genüge Respekt und Ehre und vernachlässigst aber deine Eltern, die auch Gäste bei dir sind. Hier ist das passiert. Du hast jemandem nicht seine Stellung gegeben, wie sie ihm gebührt. Das ist eine negative Eigenschaft. Manche Menschen verdienen es, sind es würdig, besser als andere behandelt zu werden. Entweder wegen ihrer natürlichen Stellung oder wegen ihren Handlungen, wegen ihren Eigenschaften oder sonst auch immer. Manche verdienen genau das Gegenteil, umgekehrte Behandlung. Und daher, diese zwei Namen werden immer nur zusammen benutzt. Al-Mu'izz, Al-Muzil. Entsprechend ist es auch nicht legitim, sich beispielsweise Abdul Mu'izz zu nennen. Abdul Mu'izz oder Abdul Muzil. Einer der Namen Allah Ta'ala ist Al-Mu'ti Al-Mani'. Al-Mu'ti Al-Mani'. Was heißt das? Der gibt und zurückhält. Geben und zurückhalten. Und wir sehen auch in den Ahadithen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam über diese Eigenschaften spricht oder im Koran, mit dem Geben, wenn das Zurückhalten erwähnt wird, wird auch immer das Geben erwähnt.
Weil wer nur zurückhält, ist geizig. Und wer jedem gibt, der ist nicht weise. Richtig? Wer jedem gibt, ist nicht unbedingt weise. Die Weisheit fordert nämlich manchmal, gewisse Dinge von gewissen Menschen vorzuenthalten. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mani'a wa la mu'tiya lima mana'at. Beide Eigenschaften werden zusammen erwähnt. O Allah, niemand kann zurückenthalten, was du gibst, und niemand kann geben, was du zurückhältst. Das sind also Eigenschaften, die immer nur zusammen benutzt werden dürften. Die letzte Sache, die ich hier noch, oder zwei Sachen noch zu den, also zum Allgemeinen über die Namen Allah Ta'alas. Es gibt im Koran gewisse Verben, die Allah Ta'ala zugeschrieben werden, Handlungen, die ihm zugeschrieben werden, von denen wir aber keinen Namen ableiten. Ich habe euch ja gesagt, nicht aus jedem Verb wird ein Name Allah Ta'alas abgeleitet, im Sinne des Partizip aktiv. Denn einige Eigenschaften Allah Ta'alas oder Handlungen sind Handlungen, die nur erwähnt werden in Form von Vergeltung und Erwiderung. Nur in Form von Vergeltung und Erwiderung. Und sie dann aus diesem Kontext zu nehmen, aus dem Kontext zu nehmen und einfach so Allah Ta'ala zuzuschreiben, selbst wenn es nicht als Name ist, sondern als eine Handlung, das ist nicht korrekt. Wie zum Beispiel Allah Ta'ala sagt, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Sie listen, sie schmieden Pläne, listen. Al-Makr ist sowas wie täuschen, jemanden versuchen zu täuschen. Ja. Jemanden zu stürzen, indem man basierend auf Täuschung. Sie sagen, sie versuchen, sie schmieden diese Ränke und Listen. Und dann sagt Allah Ta'ala, wa yamkurullah. Er schreibt sich selbst auch diese Eigenschaft zu. Und wenn du jetzt das aus dem Kontext rausnimmst, aus diesem Kontext, und sagst, Allah Ta'ala hat die Eigenschaft des Makr, das ist eine negative Eigenschaft. Eine negative Eigenschaft. Sie ist nur positiv in diesem Kontext. Wie auch die Eigenschaft, Allah Ta'ala sagt, يخادعون الله وهو خادعهم. Sie täuschen Allah, also sie versuchen Allah zu täuschen, aber er täuscht sie. In diesem Kontext ist es eine positive Eigenschaft. Sie deutet nämlich auf Überlegenheit, sie deutet auf Macht, auf Wissen, darauf, dass ihm nichts, ja, nichts verborgen ist. Nimm das aber jetzt aus diesem Kontext raus, und sag aus dem Kontext, Allahumma khadi', Allahumma khadi', dass es eine Eigenschaft Allah Ta'alas ist, zu täuschen. Ist das eine positive Eigenschaft? Also du siehst, manche Eigenschaften sind nicht dazu gedacht, sie aus ihrem Kontext zu nehmen. Sie müssen so gelassen werden, wie sie sind. Und wenn das der Fall ist, dann können wir erst recht keinen Namen daraus nehmen. Ein Name ist allgemein, oder? Eine Handlung kann ja trotzdem noch begrenzt werden auf einen spezifischen Fall, aber wenn ich aus einer Handlung einen Namen mache, dann heißt es, es ist eine beständige Eigenschaft. Es ist eine beständige Eigenschaft. Allah Ta'ala. Das ist übrigens ein Unterschied zwischen Namen und, ich sag mal, Nomen und Verben in der arabischen Sprache. Und zu den Nomen gehören auch Eigennamen. Eigennamen deuten auf Beständigkeit. Beständigkeit. Verben deuten nur auf den sogenannten Tajaddud. Das heißt, dass diese Handlungen gelegentlich geschehen können und dann aufhören. Und dann wieder geschehen können und aufhören. Ja. Die zweite Sache, die ich noch hier hinzufügen wollte, ist, ihr habt bestimmt schon mal etwas von dem sogenannten Al-Ismul A'zam gehört. Habt ihr schon mal was gehört davon? Al-Ismul A'zam, der gewaltigste
oder so übersetze ich das mal, der gewaltigste Name Allah Ta'alas, der größte, herrlichste Name Allah Ta'alas. Also laut den Ahadith, laut den Überlieferungen gibt es einen derartigen Namen. Also hier zum Beispiel ein Hadith von Buraida al-Aslami. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte einen Mann ein Bittgebet sprechen. Er sagte, Allahumma inni as'aluka bi'annaka Allah, bi'annaka anta Allah. O Allah, ich bitte dich deshalb oder in dem Sinne, dass du Allah bist, al-ahadu samad, der Einzige, al-samad, der Unabhängige, der Unabhängige. Ich bitte dich darum, oder in dem Sinne, dass du Allah bist, der al-ahad, al-samad, al-ladhi lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, der weder geboren ist, noch gebärt, und dem nichts ebenbürtig ist, dem nichts gleich ist. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لقد دعا الله باسمه الأعظم. Dieser Mann hat Allah mit seinem gewaltigsten, dem gewaltigsten und herrlichsten Namen angerufen. Dann beschrieb er diesen Namen. Er sagte, الذي إذا سئل به أعطى. Wenn er durch diesen Namen gefragt wird, gibt er. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابٍ. Und wenn er in diesem Namen gefragt wird oder aufgerufen wird, erwidert er, beantwortet er. Das ist ein Hadith, in dem die Rede von einem Al-Ism al-A'zam ist. Übrigens, in dem Hadith entnehmen wir einen weiteren Nutzen. Er sagt hier, dass es im Dua zwei Sachen gibt. Oder die Bitte, ich übersetze mal im Deutschen als die Bitte. Ein Bittgebet ist entweder ein Sual, er sagt, إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى, wenn er dadurch gefragt wird, damit mit diesem Namen gefragt wird, gibt er. Und dann gibt es noch etwas, وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابٍ, und wenn er damit gebeten wird oder gefragt wird, ich übersetze auch so, erwidert er die Bitte, beantwortet er sie. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Sual und dem Dua. Auch im Koran sagt Allah Ta'ala, er sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, فَإِنِّي قَرِيب, so bin ich nah. Und jetzt kommt hier die Sache, die ich erwähnen möchte. So bin ich nah, ujibu da'wata da'i idha da'an. Ich beantworte, erhöre das Dua der Bittenden. Hier sind also zwei Sachen. Nummer eins, wenn ihr im Koran kommt, dieser Ausdruck oft vor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, und sie fragen dich über die Menstruation. قُلْ, sprich. Sprich, Muhammad. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ. Und sie fragen dich über die Mondphasen, die verschiedenen Mondphasen. Sprich, sie sind Zeitgebungen für die Menschen. Auch wieder hier, قُلْ, sprich, Muhammad. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ. Und sie fragen dich über den Alkohol und über das Glücksspiel. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Darin ist große Sünde und Nutzen. Aber die Sünde ist größer. Du siehst viele Stellen im Koran, wo dieser Ausdruck kommt. Und sie fragen dich, sag Mohammed. Aber an dieser Stelle, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, hier ist die Frage nicht nach einer Gesetzgebung. Hier ist die Frage nicht nach einer Gesetzgebung, in der der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam der Vermittler ist. Hier ist die Frage direkt um das Wesen Allah Ta'alas. Und deswegen ist in der Antwort auch das Qul nicht mehr da. Sprich, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, normalerweise würde ich jetzt erwarten, Qul, sprich Muhammad, er ist seinen Dienern nah. Aber hier wurde das Qul weggelassen. Und es wird nicht mehr aus der dritten Perspektive gesprochen,
In allen anderen Stellen wurde meistens dann aus der dritten Perspektive gesprochen. Aber hier kommt es dann zur ersten Perspektive, zur ersten Person. Fa'inni gharib, ich bin nah, und ohne das Qul. Das ist etwas Beachtenswertes. Was ich aber hier sagen möchte jetzt, hier sagt Allah Ta'ala, ich erhöre die und erwidere die Bitten, die Bittgebete. Ein Bittgebet zu erwidern ist etwas anderes als das Gefragte zu geben. Die Erwiderung ist allgemeiner als das Gefragte oder das, das, was er halt bittet, direkt zu geben. Die Erwiderung ist allgemeiner. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith, der im Musnad von Ahmed überliefert wird, von Abu Sa'id al-Khudri, er sagte, ma min muslimin yad'u Allah. Ma min muslim yad'u Allah. Es gibt keinen Muslim, der Allah aufruft. Yad'u Allah, das Dua macht. La yad'u bi ithmin wa la qati'ati rahim. Der Allah nicht um eine Sünde bittet, oder um eine Sache, die sündbar ist, noch darum, seine Familienbande zu trennen. Dann sagt er, ajabahu Allah bi ihda thalath. Mit eines von drei Dingen erwidert Allah seine Bitte. Erwidert er seine Bitte mit einem von drei Dingen. Entweder er gibt ihm das, was er um was er gebeten hat, also schon vorzeitig, oder er hebt ihm das auf für einen späteren Zeitpunkt. أو يدخره له أو يصرف عنه من السوء مثله. Oder er wendet von ihm ein Übel ab, das diesem entspricht, also dem Erbetenen, was er erbeten hat. Daran sehen wir auch wieder, dass das Erhören eines Dua allgemeiner ist als das Geben, also das, was im ersten Hadith kam, إذا سئل به أعطى, das Erbetene zu geben. Was ist der gewaltigste Name Allah Ta'alas? Dann machen wir hier Stopp. Die machen um 30 Jahre. طيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين